Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Alan. Shh. Baby, es war nur ein Albtraum. Alice. Na, bitte, Alan. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Aha. Ja, ich glaube, Hartman macht das alles nur, weil er halt das Manuskript haben will, weil er ist ja der Dingsamster, der Komplize von er ist jetzt von dem Entführer. Oh, hi. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ah, Künstler, okay. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hier lang, Alan. Da komme ich nicht rein, okay. Da komme ich auch nicht rein. Ah, hier werden wir aber rumlaufen müssen, später, Mutter. Okay. Ja, was ich noch eben ansprechen wollte, war ja, wir hatten ja letzte Folge gehört gehabt, wie der Entführer sagt, wir hatten sie nie. Also, sie hatten nie Alans Frau. Wie haben die also die Audioaufzeichnung bekommen von der Frau? Und vor allem, wo haben sie den Ausweis her? Beispiel. Oh, jetzt sogar ein Aufzug. Schick. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen, paranoiden Wahnvorstellungen, sind von Licht und Dunkelheit besessen und einem Gefühl, dass um sie herum alles durchdreht, auch ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Okay, eine kurze Pause. Vielleicht ist das, was Harten sagt, an der Stelle ja wirklich
war, Anführungszeichen. Er ist ja auch der Komplize vom Entführer. Allerdings haben wir in Elbeck 2 gelernt, dass die Dunkelheit mit der Umschreibung der Geschichte und so weiter die Gegenwart beziehungsweise halt verändert. Dass sich das ja so ausbreitet. Vielleicht ist in Wirklichkeit, vielleicht ist er wirklich Alan V. Hartman in dem Moment gerade wirklich Patient seit langem da gewesen. Wer weiß das schon? Vielleicht ist für ihn Alice wirklich tot. Das wissen wir halt eben nicht. Aber es sind so Indizien, die wir halt aus dem zweiten Teil haben, die aber hier in dem ersten Teil nicht so klar wurden, wie ich finde. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem Nein. tragischen Unfall mit Ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur Ach, und Nightingale ist nicht echt. Das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide. Okay, es ist mir doch, dass er lügt. Einfach aus dem Grund, da Alan ja immer noch von der Polizei gesucht wird. Okay, dann ist diese Theorie, die ich gerade hatte, Bullshit. Dass der Lake Wellen hat und so, die sich bewegen, aber im Schatten von den Bären bewegen sich die Wellen halt eben nicht. Dann viel weniger. Sieht einfach echt nur so aus. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Ja. Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen. Und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. So wie es aussieht, zieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Naja, egal. Entlang folgen Sie mir. Muss lesen. Oh, noch nur. Okay, ich habe echt viele Sachen durchgepasst. Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, ich darf wenn nicht Sie einen springen. Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie aus den dunklen Tiefen Ihrer Einrichtung. Aber ist das nicht irgendwie schwierig? Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich... In einer Psychiatrie, nennen wir es mal so, solche Geländer zu haben. Sollte sich dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind. Okay, das passt gerade gar nicht. Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört ich zur ließ ihn Krankheit reden. Dazu. Hartman liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das ich bohrte ich mir die Fingernägel alleine. In die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, was können nicht. Wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Das ist der Bürger ja schon wieder. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe dich. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. Ja, so ist es, das habe ich. Richtig erschreckt. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben, willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson! Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet an Videospielen, und doch bedarf es eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethode empfänglich ist. Ach was. La 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 la
Okay. Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen kam ich einfach die Inspiration. Oh, Henderson, Bruder. Man wollte, dass ich Landschaft. In seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Hm. Das ist doch schön für dich. Ich habe mich recht frei bewegen, ja? Oh ja, ich hab ja Zeit, ne? Ich schau mich einfach mal um. Oh, also mal ins Eingang. Hartmann hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Oh, no. Schon wieder so ein QR-Code. Scan den mal. YouTube-Video? Vision. Oh, dann haben wir, ich hab's echt, wir haben alle, wir haben keinen QR-Code verpasst. Okay. Interessanterweise. So. Ich nehme mich mal mit, nee. Fernsehen? Geht auch nicht, schade. Ich hoffe, die Janli-Fernsehen, ne, wahrscheinlich geht es später erst an, wenn wir hier lang gehen sollen. Mutig mal. Ach, guck mal, ist noch eine Thermoskanne. Ja. Noch mehr Hartmann. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Na, wen haben wir denn hier? Die Henderson-Brüder? Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm zieht. Jetzt bringst du das Spiel, okay. Was für ein Sturm! Ist das die Karte von Whitefalls? Das ist ein Ort vom Angesicht der Erde. Ja, ne? Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine... Ja, das ist echt. Eine die Karte von Whitefalls, glaube ich. ...in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter abzurunden. Nach der Trennung der Welt haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, würde ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht zum Revier, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner! Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter erkennt das Verrückte! So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom! Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen! Die Anderson-Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Ja, eine Manuskriptseite. Oder
ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartmann ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Komm, hast du schon... Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Okay. Bei Emil habe ich noch nichts gehört. Ja, nein. Tut mir leid. Am Arm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellenbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr Licht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Und meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought. Dir hat sie auch erst was weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Oh, und plötzlich ist es vorbei, okay. So ausgelaugt. Ganz plötzlich. Okay. Darf mich trotzdem nicht frei bewegen hier. Ich bin ein Albtraum. Und für dich gibt es kein Erwachen. Du kannst einen Albtraum nicht verletzen. Okay. Ich brauche hier vielleicht später ein bisschen Hilfe. Der Sturm wird, du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst das ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Okay. Das ist jetzt schon unser Scheo. Jetzt geht der Fernseher an? Ja. Irgendetwas stimmt nicht. Hab ich doch gewusst. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Oh-oh. Er klingt ja nicht sehr gut. Ja. Und ich muss dann noch, ne? Quick. Müssen. Lane. Ja, ach ja, es gibt auch irgendwie so eine Theorie darüber, über, Das gut, weiße später. Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Bahala, sag ich schon.
Ja, es gibt den, ja, die Dingens, dass ja der Hinch aus Quantum Break und Mr. Noya dieselbe Person sind. Und dass es in Wirklichkeit Sagas Vater ist, also der so, also der Mann von Sagas Mutter. Oh, jetzt sind wir Skriptseite. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Und weiter? Das ist mein Sturm! Ich bin drin! Ich bin da! Das ist unsere Comeback-Tour, Baby! Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Oh. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. So hörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie zwischen. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Kommen Sie raus und bauen Sie ein Zenschen, Birch! Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen! Hartmans Büro. Ah ja, hier. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Ja. Sag ich schon. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich also um Hartmans Mitschnitte von Patienten. Was können Sie mir über Alans auf Probleme einem der Bänder berichten? Stand Alice Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Mamotte der Entführer? Manchmal wünschte ich was. Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier, selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt. Nur eine Aufnahme. Ja, aber der Anruf passt ja nicht dazu, was wir gehört haben. Sehen. Er hat den Papa-Schlüssel aus dem Dynamit genommen. Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir.
bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, ist klar. Das ist eine harte Bestrafung. What the fuck? Kumpel, wir müssen los. Ich würde gerne an die Thermoskanne, danke. Barry, oh nein, nicht fest. Oh no. Wir sind stuck. Nein! Ja, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Barry hat sich doch noch bewegt. Revolver auf dem Tisch von ihm. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Damit hat Alan Hartman umgebracht. Und der ist happy drüber. Weißt du? Was? Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und machen wir in der Stelle weiter. Also, haut rein.